Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Tarotkartenlegung, deiner wöchentlichen Tarotkartenlegung für die 31. Kalenderwoche. Das ist die erste Woche im August, die am 31. Juli beginnt und bis zum 6. August geht. Wir haben am 1. August einen Vollmond. Das heißt, dass die Energien an diesem Tag verdichtet sind. Ja, und danach kommt es wieder zu einer eher entspannteren Phase. Und wir schauen mal, lieber Skorpion, was der Monat, was die Woche, die 31. Kalenderwoche in deinem Leben so bringen wird. Wir brauchen jetzt noch eine erste einleitende Karte. Der Herrscher. Okay, der Herrscher ist ein Hinweis darauf, lieber Skorpion, dass du in deinem Leben mehr Struktur und Ordnung aufbauen wirst und für dein Leben, in deinem Leben ja eben mehr Stabilität und klare Verhältnisse schaffen wirst, was dir halt ja einfach auch sehr gut tun wird. Es verschafft dir mehr Selbstwertgefühl, Selbstachtung und ja eben Selbstbewusstsein, ne? dass man selber irgendwie das Gefühl hat, man hat sein Leben im Griff, man hat sein Leben unter Kontrolle und alles wird dadurch ein bisschen einfacher. Ja, es sind stabile Verhältnisse, die du in dieser Woche erfahren wirst. Alles wird sehr gut funktionieren. Auch wenn du gewisse Pläne hast, werden sie gut verlaufen. Ne? Da gibt es keine Störfelder, keine Störfaktoren. Du hast quasi dein Leben im Griff und bist hier auch selbstermächtigt, eigenverantwortlich und übernimmst auch ja, Führung in dein Leben, Verantwortung in deinem Leben und das gefällt dir sehr, sehr gut. Das gibt dir sehr viel Kraft. Auch in deiner Familie wirst du als sehr stark und selbstbewusst wahrgenommen, auch in deiner Partnerschaft. Stabilität und Ordnung zeichnen sich hier ab in dieser Woche. Und der Eremit zeigt sich hier. Du bist sehr auf dich fokussiert, auf deine Bedürfnisse und Wünsche und das ist auch ganz gut so. Der Eremit ist eine Single-Karte häufig auch. Also falls du Single bist, wirst du in dieser Woche sehr glücklich damit sein, sehr zufrieden damit sein und wirst dich nicht ja, nach etwas anderem sehnen. Wenn du in einer Partnerschaft bist, könnte es sein, dass du in dieser Woche etwas mehr als sonst ja auf dich fixiert oder fokussiert bist und dass du vielleicht auch die Sehnsucht hast, ein, zwei Dinge mal alleine zu unternehmen oder für dich zu machen. Und natürlich tut das dann auch der Beziehung ganz gut, ne, wenn man diesem Bedürfnis nachgeht. Denn im Eremiten steckt der Wille, dahinter Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen und mehr Verantwortung walten zu lassen für sich. Und das ist einfach auch manchmal sehr, sehr wichtig. Es geht hier vielleicht auch darum, ja, wichtige Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Und du möchtest diese Entscheidung auf Basis einer sehr objektiven Sicht haben, möchtest dich von niemandem beeinflussen lassen diesbezüglich, damit du jetzt und in Zukunft dir auch selbst treu bleiben kannst, ne? Für dich selbst bestimmte eigenermächtigte Entscheidungen treffen kannst. Du sehnst dich nach einer gewissen Objektivität in deiner Perspektive. Es kann sein, in dem Moment, wo du die Stille suchst, dich zurückziehst vom Weltgeschehen, ernsthaft über ja, dein Leben nachdenkst, ne, und überlegst, hier eine Bilanz ziehst, hier eine objektive Haltung zu deinem eigenen Leben einnimmst. Es kann sein, dass dir dann auffällt, dass du eine Form von Mangel erspürst.
irgendwas fehlt in deinem Leben. Und das könnte dir in dieser Woche auffallen. Das birgt natürlich das Potenzial, dass du das auch anstreben kannst, das, was dir fehlt, ne? Es ist sehr zu empfehlen, nicht vor diesem Gefühl davon zu laufen. Irgendwie kann da auch eine sehr wichtige Information für dich enthalten sein. Etwas macht dich nicht mehr so glücklich, wie das mal war. So könnte sich das auch darstellen. Ja, und ich glaube, es geht halt wirklich viel darum, lieber Skorpion, in dieser Woche das einzusehen, dich damit zu beschäftigen, was dir im Leben eigentlich fehlt, was du für die Zukunft brauchst, um glücklich zu sein. Um dich glücklich zu fühlen vor allem, ne? Um dich, ja. Wir schauen mal, wie es weitergeht. In der Vergangenheit, die Kunst, dir ist es in der letzten Zeit gut gelungen, Privatleben und Arbeitsalltag in Einklang zu bringen, in Bezug, ja, du hattest viel auf dem Zettel, konntest aber auch die richtigen Prioritäten setzen und hast hier, was deine Lebensführung betrifft, eine geschickte und gekonnte Lösung für dich gefunden. Letztendlich ist es dir gelungen, alles unter einen Hut zu bringen und konntest so stabile Verhältnisse in deinem Leben schaffen. Eine starke Harmonie zu einem Menschen kann sich hier auch widerspiegeln in der Karte, dass du eine Verbindung zu einem Menschen sehr stark intensiviert hast oder überhaupt deine sozialen Kontakte harmonisch auf, also dass sich deine sozialen Kontakte harmonisch harmonisiert haben, ne? Und intensiviert haben, vertieft haben. Falls du im kreativen Bereich arbeitest, kann es auch gut sein, dass du in der letzten Zeit eine kreative Schaffensphase erlebt hast, ne? Denn du hast in dieser Zeit viel bewerkstelligt, viel auf die Reihe bekommen, ne? Und eben dabei auch immer die richtigen Prioritäten gesetzt. Und jetzt gilt es für dich, den nächsten Schritt in deinem Leben vorzubereiten. Jetzt geht es darum, noch ein bisschen weiterzugehen. Und du hast zwar jetzt hier viel erreicht, aber trotzdem, ne, du sollst hier in dieser Woche auf objektive und ernste, nüchterne Art und Weise feststellen, was dir jetzt noch zu deinem Glück fehlt und bist hier im Begriff, etwas Wichtiges in deinem Leben vorzubereiten, was einen neuen Weg in deinem Leben ankündigt für die Zukunft, für die nächsten Wochen, was dich in deinem Leben wirklich sehr nach vorne bringen kann. Natürlich, der Wagen kann auch, also hier habe ich das metaphorische Bild einer Reise beschrieben. Natürlich kann sich diese Karte auch einfach so widerspiegeln, dass du im Begriff bist, bald eine Reise zu machen, was ja nicht unwahrscheinlich ist, denn wir haben ja eine Urlaubszeit, ne? Reisevorbereitungen treffen, eine Reise planen. Ein neuer Weg liegt auf jeden Fall vor dir, ne? Und du bereitest dich auf diese neue Erfahrung in dein Leben vor. Und diese Erfahrung kann sehr wichtig für dich werden. Kann wirklich dir eine neue Erfahrung verschaffen, die dein Leben in eine neue Richtung bringen lässt. Aber es ist jetzt noch vor dieser Reise, ne? Du bist jetzt erst noch im Begriff, dich auf diese Reise vorzubereiten und tatsächlich wirst du dies auch sehr bewusst wahrnehmen. Okay, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja, du machst dir nämlich einen Plan, du überlegst dir ein Konzept und diese Überlegungen, lieber Skorpion, es könnte sein, dass diese Überlegungen sich über einige Wochen noch weiter hinziehen. Es ist etwas, was sich jetzt erst so allmählich aufbaut. In der letzten Zeit hast du viele Ideen gesammelt und so allmählich, ohne dass du viel darüber nachdenken musst,
werden sich diese ganzen einzelnen Ideen zu etwas Großem Ganzen formieren. Das passiert aus deinem Unterbewusstsein heraus, ne? Du wirst so ein bisschen so nach und nach feststellen, dass sich einige Ideen miteinander verbinden lassen und dass sich dir ein großes Gesamtbild mit der Zeit erschließen wird, woraus ein Plan, ein Konzept resultiert, was dich wirklich, ja, was sich stimmig anfühlt. Ein Plan für deine Zukunft, der Hand und Fuß hat, auch realistisch ist und ja, eben dir das schenken kann, was im Moment noch einen Mangel in deinem Leben darstellt. Also wodurch du dir dauerhaft deine Bedürfnisse, wodurch du dauerhaft deine Bedürfnisse, deine Sehnsucht stillen kannst. Ja, aber du solltest in dieser Woche, na ja, also so im Laufe der Woche kommst du auch in einen Zustand, der dir auch ein wenig Leichtigkeit und Abwechslung verschafft und das ist auch angenehm. Du bleibst zwar ernsthaft und auf dich fokussiert und trotzdem stabil und geordnet, aber trotzdem wird dir das Leben auch Momente schenken, wo du auch ein bisschen die Leichtigkeit, ein bisschen mehr Leichtigkeit im Leben finden kannst. Hier zeigt sich ein Prinz der Stäbe und dieser Prinz der Stäbe kann auf dich verweisen, lieber Skorpion, oder eine Person in deiner Umgebung, womöglich ein Feuerzeichen. Schütze, wieder Löwe, aber ein anderes Sternzeichen ist auch möglich. Ein Mensch, der sehr abenteuerlustig ist, sehr spontan, sehr tatkräftig, dynamisch und einfach Freude und Spaß vermittelt. Ne? Ein Mensch, der Spaß auch sucht, der abenteuerlustig ist. Ne? Und auch manchmal ein bisschen leichtsinnig sein kann oder ein bisschen überschwänglich. Ja, aber ein Mensch, der sehr präsent ist auch, ne? Der Prinz der Stäbe ist eine sehr junge Person, kann, wenn du eine Familie hast, auch einen Sohn oder eine Tochter von dir darstellen. Dann wirst du dich halt hier mehr mit deiner Familie beschäftigen, ne? Und hier auch sehr viel Freude und Tatendrang erleben. Dann sehe ich euch sehr viel Aktivitäten unternehmen. Was denkt der Prinz der Stäbe? Der lässt sich gehen, der lässt sich fallen, der macht sich weniger Gedanken, der schwimmt mit dem Strom, ne? Ist auch ganz offen für neue Erfahrungen, für neue Einsichten, lässt sich einfach treiben, findet auch wirklich Leichtigkeit im Sein. Und es geht auch um den Prinzen der Schwerter. Vielleicht sind das zwei verschiedene Personen, vielleicht die gleiche Person, besonders bei Schütze und Wassermann wäre das hier der Fall. Hier zeigt sich eine Person im Luftelement, Wassermann, Waage, Zwilling. Vielleicht hast du es hier mit einer Gruppe von Menschen zu tun, vielleicht mit mehreren Kindern, vielleicht mit mehreren Menschen, die ihr inneres Kind ausleben. Der Prinz der Schwerter ist auf jeden Fall auch jemand, der so in den Tag hinein lebt, sehr flexibel ist, sich nicht so viele Gedanken macht, aber viele Ideen besitzt. Ein Mensch, der wortgewandt ist und auch viel Humor hat, aber auch ein bisschen leichtsinnig sein kann. Aber lieber Skorpion, falls diese Energien auf dich zutreffen, du kannst hier ruhig mal ein bisschen leichtsinnig sein, denn du hast grundlegend sehr viel Struktur und Ordnung. Also einen stabilen Rahmen, der es dir erlaubt, auch mal ein wenig, ja, neckisch zu sein. Ja, ich weiß nicht, warum mir gerade dieses Wort einfällt, aber benutze ich eigentlich selten, aber genau das ist es, ein bisschen so zu sein, neckisch. Ja, du hast viele Ambitionen in deinem Leben, aber in dieser Woche wirst du wenig von diesen Ambitionen umsetzen können. Ne? Du kannst deinen Ehrgeiz, deinen Mut, deinen Wunsch zur Veränderung, deinen Wunsch, etwas umzusetzen, nicht so ganz ausleben wie sonst. Da zeigen sich Blockaden, da zeigt sich, dass die Zeit noch nicht reif ist, ne? Um hier bezüglich seines Ehrgeizes und seiner Ambitionen in die Vollen zu gehen. Ne? Es ist im Moment noch nicht die richtige Zeit dafür. Es ist mehr eine Zeit, ja, das ist schön, für die Liebe, ne? Hier zeigen sich die Liebenden,
sehr harmonische Verhältnisse zu deiner sozialen Umgebung, vielleicht auch wirklich, vielleicht befindest du dich wirklich in einer Partnerschaft, die sich aktuell als sehr stimmig, harmonisch und innig erweist, aber auch ja mit anderen Menschen um dich herum wird sich ja werden sich diese Beziehungen als sehr erfüllend, sehr tief auch, ne, sich erweisen, sehr ja ein harmonisches Miteinander, ne, das von Liebe geprägt ist. Ja, sehr angenehme Zeit. Du wirst im sozialen Bereich einfach sehr angenehme Erfahrungen machen. Es könnte auch sein, dass es zu einer Versöhnung kommt. Es könnte auch sein, dass du im Laufe der Woche, lieber Skorpion, eine wichtige Herzensentscheidung triffst, die halt auch Teil dieser Vorbereitung sind. Ne? Vielleicht wirst du dich jetzt entscheiden, ja, die Beziehung zu einem Menschen von deiner Seite her auf jeden Fall zu vertiefen, dass du dich verbindlicher erweist als bislang, dass du dich für eine Beziehung und für eine Liebe in deinem Leben entscheidest. Das könnte auch sehr gut sein. Natürlich ist es auch hier möglich. Ich habe dir gesagt am Anfang der Legung, falls du Single bist, bist du glücklicher Single. Ja, aber so ist das manchmal gerade, wenn man sein Single-Dasein akzeptiert und annimmt und zufrieden damit leben lernt. Genau dann kommt der richtige Mensch. Es könnte sehr gut sein, dass du hier eine Feuer-Luft-Person kennenlernst, ne? Die sich als, die wirklich. Also wenn du eine neue Person kennenlernst, dann wird diese Person sehr viel erfrischende Energie in dein Leben bringen. Dann ist die M Person womöglich jünger als du, aber auf jeden Fall aktuell eher etwas unreifer. Vielleicht wird diese Person dir auf den ersten Blick sogar oberflächlich vorkommen oder du wirst es vielleicht zuerst als eine kurzfristige Affäre abtun, aber ich denke, da steckt mehr dahinter, ne? Also, ja. Ja, du sehnst dich nach den Prinzen der Kelche. Ja, und jetzt haben wir hier sehr viele Prinzen. Könnte auch sein, dass du dich danach sehnst, die emotionale Seite dieses Menschen tiefer zu ergründen, dass du dir wünschst, dass dieser Mensch sich dir emotionaler zeigt. Weil du irgendwie spürst, dass dieser Mensch auch eine tiefsinnige emotionale Seite hat, oder du würdest dir das irgendwie wünschen, dass dieser Mensch mehr, ja, auf seine eigenen Emotionen reagiert. Kommt natürlich wirklich sehr darauf an, mit was für ein Sternzeichen du hier zu tun hast, ne? Wenn dieser Mensch wirklich ein Luft- oder Feuerzeichen ist, könnte das schwierig sein, außer du hast es mit Löwe zu tun. Oder ja. Ansonsten wird dieser Mensch natürlich auch durch deine Wasserenergie inspiriert sein können, aber selber nie ganz zum Wasser werden können. Außer dieser Mensch hat vielleicht in der Venus, im Aszendenten, im Merkur beispielsweise noch irgendwie Wasseranteile, ne? Andererseits haben wir alle Temperamente ja auch in uns vereint. Wenn dieser Prinz der Stäbe und der Schwerter sich auf dich bezogen hatten, dann wünschst du dir vielleicht auch selber mehr Kontakt zu deiner Sa Wasserseite, ne? Also hier gibt es irgendwie, ja, eine eine Sehnsucht nach einer bestimmten personifizierten Energie, die sich halt in eurem Leben jeweils etwas unterschiedlich darstellen wird. Ja, lieber Skorpion, aber was immer jetzt hier in dieser Woche passiert, es verschafft dir Leichtigkeit, neuen Mut, neuen Optimismus, frische neue Gefühle, Frühlingsgefühle zeigen sich hier auch und viele von euch könnten sich im Laufe dieser Woche verlieben, ne? Entweder neu verlieben in eurem Partner, ne? Dass hier wieder frische Verliebtheitsgefühle zwischen euch ja entstehen, die dir eben neuen Mut, frische
verschaffen, neue frische Energie und Vertrauen in die Zukunft. Ja, oder einige von euch werden sich auch komplett neu verlieben in jemand, wo ihr jetzt vielleicht wirklich zuerst denkt, ach ja, dieser Mensch, das kann doch nichts Ernstes werden. Aber unterschätzt das nicht, ne? Ihr werdet hier auf jeden Fall euch erfrischt fühlen, energetisiert und das halt auch in Bezug auf andere Personen, ne? Ich sehe hier sehr viele Aktivitäten, dass ihr einfach Lust habt, mehr rauszugehen, dass ihr einfach auch euch dynamisch fühlt. Und das gleicht hier auch euren Mangel auch aus, ne? Also diese Karten hängen zusammen, diese beiden. Und das Schöne ist an dieser Legung, finde ich, Skorpion, dass du deinen Fokus auf dich selbst dabei nicht außer Acht lässt, ne? Die Gefahr, dass du dich hier dass du dich verzettelst oder emotional wegschwemmen lässt, dass dich irgendwie, ja, dass du dich selbst verlierst, ist überhaupt nicht gegeben. Du wirst ganz, ja, bei dir sein, sehr stabil in deinem Charakter sein. Und einfach wissen, was du tust. Und so kann man halt auch mal, kann man auch auf sehr angenehme Weise die schönen Seiten des Lebens genießen. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Nichts ist in Stein gemeißelt. Flexibler Mond. Ja, du musst hier noch nichts entscheiden. Du kannst vieles noch ändern. Es ist vielleicht wirklich wichtig für dich, lieber Skorpion, auch ein bisschen neugierig zu sein, offen für Neues, Experimentierfreude. Das zeigt sich hier auch im Prinzen. Ja, und der Plan, dieses Konzept entsteht von ganz alleine, mit der Zeit über die nächsten Wochen. Nichts ist im Moment im Stein gemeißelt. Betrachte das Gesamtbild. Das ist hier auch diese sechs Schwerter, die hier auf dich zukommen, ne? Das Gesamtbild wird sich für dich mit der Zeit formieren. Ja, lieber Skorpion, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Von Herzen alles Gute. Und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.